So, da sind wir schon wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shot. Heute ist die große Verlosung. Wie gesagt, heute wird der Skin verlost zwischen 18 und 19 Uhr. Der Livestream startet wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Von daher gerne ein Abo dalassen. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, 17 Videos hochgeladen. Ich glaube, 16 davon waren halt Aufgaben. Wir haben jetzt alles soweit fertig. Also Aufgabentechnik sind mir komplett fertig. Alles ist auf meinem Kanal. Also wer irgendwo Probleme hat, einfach die Videos abchecken und gut ist. So, wegen dem Gewinnspiel. Ich sag jetzt schon, gerne meine Freundesanfrage schicken, weil es könnte auch passieren, dass ich irgendwann einfach mal hier einen rauspicke. Hör mal, hast du die Pickaxe schon? Nein? Ach, weißt du was? Ich schenk dir die. So, wie gesagt, Freundschaftsanfrage an yt-familyhack. Gerne Abo da lassen, Like da lassen, Glocke aktivieren wäre sinnvoll, weil dann kriegst du auch mit, wenn Livestreams da sind. So, jetzt gehen wir in den Shop. Und ihr seht, ich habe mich schon selber beschenkt mit meinem zweiten Account. Aber wir gehen rein und das sind die alle, die könnt ihr euch heute quasi schenken lassen. So. Das Beste für euch natürlich ist, sie ist noch da. Also, sie ist definitiv noch da. Das heißt, auch die könnt ihr heute bekommen. Viele haben mir gesagt, hey, vielleicht ist die ja nicht mehr drin. Aber ich habe mir schon gedacht, an Halloween lassen die definitiv drin. Sie wären blöd, hätten sie sie rausgeholt. So, natürlich mit einem passenden Rückenaccessoire. Ich finde es aber irgendwie nicht so passend in dem Moment. Der würde eher auf den anderen Teddybär fassen. So, dann haben wir einen kompletten wirren Skin. Also, wer den spielt, ich bin mal gespannt, ob wir den überhaupt dieses Wochenende irgendwo mal in der Runde sehen. Aber ich finde ihn nicht gut. Das ist so ein kranker Scheiß. So, was für ein Emote hat er noch dabei? Bruder muss los. Einmal noch. Einfach zu krank. So, wir gucken hier gerade nochmal durch. Wie gesagt, die Ghoul-Trooper drin ist da mit dem passenden Rückenaccessoire. Dann der Brainiac ist noch da. Auch da in zwei Varianten. Einmal die Variante und die Variante. Dann haben wir des Weiteren. Einmal Pixar. Ja. Die kannten wir ja schon. Oh Gott. Die sieht ein bisschen eklig aus, finde ich. Dann haben wir noch den Schmatzgleiter. Ja, ich finde immer noch komisch. Ändert sich nichts dran. Ist wie so ein zusammengematschter Gleiter. Ja, ganz komisch. So, dann haben wir die Kieferknackerin. Die Wasserbomben? Ja, tatsächlich. So. Des Weiteren. Der Naschzahn ist da. Der ganz verrückte Skin. Ich bleib dabei. Rückenaccessoire. Die berühmte Kugel inzwischen einfach auf dem Rücken geklebt. So. Dann haben sie. Ah, doch, da haben sie gelassen. So, der Agent, man merkt, es ist 1 Uhr nachts. Der Agent des Chaos ist immer noch, also wieder im Shop. Den habe ich ja schon. Warte, springen wir um. So. Also ich sag so, ich bin zufrieden mit dem. Der Skin ist ziemlich schmal, das merkt man auch. Man sieht einfach mehr. Es macht viel aus, wenn man mehr sieht. Deshalb sage ich auch immer, den kleineren Gleiter nehmen, nicht die Riesendinger. So, dann die Chaos-Sense. Die habe ich mir aber nicht geholt, wie man sieht. So, dann schwarzer Schleim. Die Tarnung ist natürlich schon nice. Warte, wie sieht es auf dem Schiff aus? Ach, auf dem Schiff, auf dem Boot aus. Ah, ich sage, auf dem Boot sehen die Tarnungen eigentlich immer besser aus. Da kannst du wirklich sehen, ob eine Tarnung gut ist. So, das war das. Dann ist der Kürbisagent wieder da. Klar, zu Halloween holen sie jetzt alles raus.
Aber ich finde ihn immer noch schroff. Ah, wie hieß er? Der Film mit Jim Carrey. Ah, die Maske. Daher. Ich wusste doch, irgendwoher kannte ich. Kam es mir einfach bekannt vor. So, der Schnitter ist nochmal einzeln drin. Ah, ich bin halt echt von den 2 Jahren besser. Ja, ich weiß nicht. Aber ich bezahle nicht 8 Euro für eine Pickaxe. So, dann gönn dir Süßes. Das hatte ich auf einem anderen Account mit dem Popcorn. Aber ihr sieht es natürlich jetzt schon geil aus. So, dann haben wir die Ultrasense. Wo ich immer noch keinen Unterschied sehe. Ich sehe da keinen Unterschied. Oder? Nein. Wieso blind? Ich sehe da keinen Unterschied, immer noch nicht. Das hat mir einer unter den letzten Shop drunter geschrieben. Die eine ist dunkler. Aber ich sehe da keinen Unterschied, seid mir nicht böse. Dann noch ein neuer Emote. Der Tanz ist nice. Der schön nervig. So, und der Kürbiskübel ist da. Sowas hätten sie eigentlich jetzt mal als kostenloses Rückenaccessoire einfach mal raushauen können, finde ich. Ich weiß nicht, bei so großen Events, da fehlt irgendwie immer was. Gut, wir haben den Kleider bekommen, stimmt. Ich habe es fast vergessen. So, und ihr seht ja, unterstütze einen Creator. Noch steht da nichts. Aber ich habe den Creator-Code soeben beantragt. Es ist halt jetzt nur die Frage, wie schnell Epic Games den bearbeitet. Da müssen wir uns halt jetzt einfach mal ein bisschen gedulden. Aber derzeit könnt ihr mich wirklich am besten supporten, indem ihr einfach Videos schaut. Am besten 24/7. Auf Dauerschleife, auf 3 Geräten. Wir brauchen einfach nur Wiedergabezeit. Das wäre der größte Support. So, wie gesagt, wenn du beim Gewinnspiel mitmachen willst, gerne ein Abo dalassen, damit du siehst, wann ich da bin. Glocke aktivieren. Gerne kannst du noch ein Like dalassen. Schreib von mir so noch gerne was in die Kommentare, was du hier von dir aussuchen würdest, wenn du gewinnen würdest nachher. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, wie immer, gibt nicht zu viel Geld aus und haut rein.